So, also, wir haben viel zu tun. Zuallererst gucken wir mal bei den Namen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich ein, zwei Leute hier eingetragen habe. Das mache ich jetzt einfach. Da ist schon mal der eine. Dann müssen wir einen alten Veteranen auch eintragen, der jetzt schon zweimal gestorben ist. Und zwar recht schnell nach seinem Einsatz. Also nachdem der Name dem Zwerg zugeordnet wurde. Keine 5 Minuten später ist er gestorben. Also sollte er nicht wieder ein Hammer werden. Und auch kein Crossbow. Wobei wir eh noch viel mehr Leute in der Miliz brauchen. Aber ja, haben wir noch irgendwo was frei? Sieht nicht wirklich gut aus. Dann wird da halt ein Kind werden müssen. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn die Kinder dürften ja eigentlich nicht so häufig sterben. Also du bist jetzt erstmal vom Beruf her ein Kid. Und du bist zück 70 N. Ich glaube, das war 70 N. So. Auf dass du lange leben möchtest. Mögest. Dich nennen wir auch nochmal Kid, wo wir gerade hier sind. Und jetzt haben alle einen Arbeitertitel, richtig. Und es haben auch alle bis auf das eine Kind einen Namen. Oh, und der Hammerzwerg. Und der Hammerzwerg und der Hammerzwerg. Also Leute, die eh bald sterben werden. Ja. Apropos sterben werden bei der Miliz. Es wurde das Wort Danger Room in den Kommentaren aufgeworfen. Und davon habe ich bisher ja nicht wirklich viel gehalten. Aber da wir jetzt so viele Rückschläge erhalten haben, denke ich, werde ich darauf zurückgreifen. Für alle, die nicht wissen, was ein Danger Room ist. Ein Danger Room ist ein Raum, in dem ganz viele Fallen sind, die man mit einem Hebel betätigen kann. Und zwar sind das Waffenfallen, wo dann die Speere aus dem Boden hinaus schnellen, sobald man den Schalter betätigt. Was ja an sich recht gefährlich klingt. Aber der Clou an der Sache ist, wir nehmen einfach Holz-Trainingsspeere. Das heißt, die werden einfach nur mal so geknufft, so ein bisschen. Das heißt, wir nehmen den ganzen Trupp, schicken den da rein, drücken den Hebel auf R, also auf Repeat, und dann gehen die Speere immer hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, stupsen immer fleißig die Zwerge, was bestimmt trotzdem ganz schön wehtun würde. Aber wir stecken natürlich vorher in gute Eisenrüstung. Ja, und da lassen wir sie eine Weile drin und das trainiert die Zwerge sehr, sehr schnell. Also im Vergleich zu den regulären Trainingseinheiten, weil es quasi als Live-Gefecht gilt. Deswegen, es ist für fast schon Cheaten. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie genau das funktioniert. Ich habe das selber noch nie probiert. Und inwieweit das wesentlich besser ist als normales Training. Also wenn die jetzt innerhalb von zwei, drei Folgen auf Legendary Hammerzwerg was werden, dann müssen wir uns überlegen, das Ganze wieder abzustellen, weil das wäre ja auch zu einfach. Aber wenn das einigermaßen okay ist, dann lassen wir es erstmal bestehen. Denn unser Fort muss sich ganz schön erholen. Der hat jetzt schon so viele Rückschritte erlegen müssen. Es muss nicht sein. So, ich lasse mal die Zeit ein wenig weiterlaufen und mache nur kurz vorher den Bunkerbefehl aus, damit unten bei den Goblins das alles aufgeräumt werden kann. Oh, ich sollte vorher noch mal kurz gucken, ob irgendwelche Feinde in der Nähe sind. Ein nackter Maulwurfshund. Nein. Die werden wohl nicht so gefährlich sein. Gucken wir trotzdem mal hier runter. Ganz viel Blut, ganz viele Käfige. Körperteile en masse. Aber keine Kreaturen in unmittelbarer Umgebung. So, wir haben wenig Holz. Ich gucke jetzt mal trotzdem in den Stockpile, obwohl die Karawane noch irgendwo auf dem Bildschirm ist. Denn ich will wissen, wie viel Metallbarren wir da haben von Metallen, die wir nicht unbedingt brauchen. Und zwar hat das den Grund, dass wir absolut nicht genug Käfige haben. Oh, wir haben ganz viele Goldbarren. Wie kommt das denn? Ja, ich wollte jetzt aber nicht unbedingt Käfigen aus Goldbarren bauen. Das wäre ein bisschen dekadent, oder? Und die Goblins kommen sich bestimmt verarscht vor. Ja, wir haben noch Silber. Das brauchen wir für unsere Hämmer. Wir haben noch Kupfer. Das benutze ich ganz gern für Waffenfallen. Nickel, Zink. Stahl auf keinen Fall. Platin. Platinkäfig, nee. Zinn. Zinn klingt doch gut. Nicht sehr stabil, aber die Käfige haben hier nicht so eine wirkliche Physik. Das heißt, wir nehmen wahrscheinlich Zinn. Und Blei. Ich meine, was gehört zu haben von Bleivergiftung, aber nur, wenn man das als Trinkgefäß benutzt. Bismutbarren.
Bismut Bronze Barren. Okay, Bismut haben wir jede Menge. Und Bismut Bronze herzustellen war recht kompliziert. Also wir probieren, Käfige aus Bismut herzustellen. Und wenn das nicht klappt, dann aus Tin, also Zinn. So, JM. Wir hätten gerne Tin Cage. Ah, okay. Bismut Ken. Bismut Bronze Cage geht anscheinend nur. Das ist schade. Na gut, dann halt Tin Cage. Nicht Platin. Stopp, null. Warum hat er jetzt Platin genommen? Also er, nochmal. Tin Cage. Achso, weil Platin um Cage. Nee, das wollen wir nicht. Und an. Ah, genau, Adamantin Cage. Nee. Zinn soll uns erstmal reichen. 9 Stück. Und ich glaube, wir hatten noch Zink. Also machen wir gleich mal Zink Cage. Und davon, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 waren. Nehmen wir erstmal nur 2. Sind schon mal 11 neue Käfige. Nicht viel. Aber jedes bisschen reicht. Holz hatten wir gar keins mehr, wenn ich mich recht erinnere. Gucke ich nochmal schnell nach. Doch ein bisschen was haben wir. Also 15 Stück Holz sehe ich da. Und wir haben nichts in der Jobliste, was Holz braucht. Und es wird ja auch nach und nach ganz langsam produziert. Also mache ich jetzt nochmal Wooden Cage. Und mache davon, sagen wir mal, 8, falls wir das Holz für irgendeine Besessenheit brauchen. So. Hätten wir schon mal 19 neue Käfige oder so ähnlich? Ein Steinkäfig wäre sehr, sehr nett. Ja. Spaßeshalber mache ich mal ganz kurz Rock. Kabinett. Nein, es gibt keinen Rock Cage. Schade. Aber es wäre auch ein bisschen zu einfach, wenn man wirklich alles aus Stein herstellen könnte. So, wie schaut es mit Mechanismen aus? Unsere Stockpiles sind total unübersichtlich. Der hier sieht auch nicht viel besser aus. Ich sehe jede Menge Ambösse, die bestimmt alle zum Schmelzen deklariert sind. Oh. Oder auch nicht. Das ist doch mal kurios. Das ändere ich mal ganz kurz. Ihr sollt alle eingeschmolzen werden. Das muss von dem letzten oder vorletzten Handeln sein. Da habe ich das wohl vergessen. Das ist schön. Hier haben wir Goldsakrophäge. Die können wir später aufstellen. Sollten ja, glaube ich, 5 oder so werden. Für die wichtigsten Nobelleute. Nee, ich wollte eigentlich aber weiter gucken nach Mechanismen. Ah, haben wir genug. Na gut, ich dachte, so könnten wir auch noch ein bisschen was zu tun bekommen für die Leute. Türen haben wir auch im Auftrag. Pötte für Trinken auch. Wie schaut es allgemein mit Trinken und Essen aus? Oh, Trinken. Trinken ist gar nicht gut. 253. Ist unser Braumeister gestorben? Hoffentlich nicht. Den Let's Player mag ich eigentlich ganz gerne. Der soll nicht sterben. So, repeat. Repeat. Und wo kommt das ganze Miasma her? Kitchen. Render Fett. Ist ja soweit in Ordnung. Prepare Lavish Meal. Das breche ich mal ab. Das breche ich auch alles ab, weil da war ein A hinter dem Renderfett, warum auch immer. Dadurch wurde es wohl einmal angehalten und nicht wieder aktiviert. So, was haben wir hier drin? Wir haben Rotten, Orang-Utan, Fleisch, Lama-Käse, Känguru-Käse. Ja, kein Wunder, dass hier so stinkt. Das soll bitte alles abtransportiert werden. Und hier unten schmeißen wir dann wieder die Essensproduktion an. Was ja bestimmt auch nicht sehr appetitlich ist. So direkt neben dem ganzen Miasma. Aber das muss hinhauen. Also, da ist überall Brew Drink aktiviert. Wir haben auch hier im Stockpile alle möglichen Töpfe, um das Ganze dann auch zu lagern. Das ist alles gut. Wir haben viel zu viele Goblins. Aber da unten gerade aufgeräumt wird, will ich jetzt nicht die Goblins runterschmeißen. Ich würde aber gerne probieren, die jetzt auszuziehen, ohne sie vorher aufzustellen. Jemand meinte, das sollte doch möglich sein. Das heißt, wir machen einfach DB und drücken Reclaim. Da ganz rüber. Dann machen wir DBD für Dump.
Dann werden jetzt wahrscheinlich alle Käfige gedumpt, was nicht unbedingt gut ist. Und jetzt gehe ich mit K die einzelnen Käfige durch und drücke immer nur bei dem Käfig das D weg. Der Sinn dahinter soll wohl sein, dass jetzt alles, was in diesem Viereck drin war, gedumpt wird. Und da ich jetzt nur die Käfige wieder entdumpe, dürfte deren ganzen Inhalt jetzt dahin gebracht werden, wo der nächste Trash-Stockpile ist. Also die nächste Zone. Kein Stockpile. Da ist ja ein feiner Unterschied zwischen einer Zone, die für Trash deklariert ist, und einem Stockpile, der auch für Trash deklariert ist. Da sollten wir also gleich mal gucken, wo die nächste ist. Aber ich glaube, die war hier vorne irgendwo gleich. So, mit den Käfigen bin ich auch gleich so weit durch. Und so wie das hier oben aussieht, haben wir eigentlich gar nicht so wenig Käfige. Also die ganze Hälfte ist ja leer. Ich verstehe jetzt nicht, warum unten dann ich so wenig Käfigfallen habe aufgestellt. Oder aufgestellt habe. Das sollten wir auf jeden Fall gleich mal ändern. Weil wir haben ja gesehen, dass inzwischen schon so 2, 3, 4 Trupps teilweise auf einmal auftauchen. Und da bringen 5, 6 Käfigfallen gar nichts. So. Goblins sind alle entdumpt. Ich lasse mal weiterlaufen. Wir haben keine Arbeitslosen. Sehr schöne Quote. Aber die sind trotzdem wohl anderweitig beschäftigt. Ich sehe jetzt keinen Zwerg hier hinlaufen und irgendwelche Goblins nackig machen. Oh, ich habe vergessen zu gucken, wo die nächste Zone ist. Ich sehe hier keine, also stellen wir hier mal eine auf. Wir hätten gerne ein Garbage-Dump. Und das war's auch schon. So. Oh, 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 das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Also, es sieht nicht sehr gut aus, wenn ein Haufen verschwitzter Zwerge sich Goblins vornimmt, die in Käfigen gefangen sind und die nach und nach auszieht. Das ist nicht unbedingt gut, aber es ist gut, dass wir das jetzt alles so aussortieren können. Und dadurch die Goblins nach und nach ungefährlicher werden und wir sie auch ruhig in Doppelpack runterschmeißen können, in den Goblin-Todesturm. Oh, was ist hier los? Warum entsteht überall Miasma? Rotten Kangaroo Cheese. Schon wieder. Ich sehe ein Muster. Verschwörung der Kängurus. Aber es ist nicht verboten, also müsste es gleich aufgehoben werden. Oh, da fällt mir noch was ein, was es sein könnte. Unser Müllhaufen könnte voll sein. Ah, ist er aber nicht. Refuse? Nö, kommt alles hier hin. Okay, also noch eine Sache, die eigentlich nur Zeit braucht. Keine neuen Pilze. Keine neuen Pilze. Aber es vergeht ja auch fast keine Zeit, weil ich immer irgendwas finde, was noch gemacht werden muss. Genauso wie hier immer noch die Cabinets rein müssen. Hier überall der Boden noch ausgelegt werden. Oh, apropos Boden. Da gab es auch einen absolut genialen Vorschlag. Da wir ja doch so viel Gold haben, können wir doch einfach Trommelwirbel... eine Straße aus Gold bauen. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Geniale Idee. Das einzige Problem bei der Sache ist halt nur, wenn wir die Straße hier draußen bauen, müssten wir erstmal rausgehen. Und wir sehen ja, was passiert, wenn wir rausgehen. Aber ja, wir können hier drinnen erstmal diese mühsam über 10.000 Folgen gebaute Straße abreißen und durch Gold ersetzen. Das Stückchen da auch. So. Und das war, glaube ich, nicht mal eine richtige Straße. Doch war's. Dann geht das ja fast von einem Aufwand. Also du gehst erstmal weg. Dann gucken wir, ob das gleich so klappt mit den Goldbarren und wie viel das braucht. Aber wir haben ja 127 und eine Straße braucht nicht ein Barren pro Feld, sondern ich glaube einen pro 6 Felder oder 8 Felder, irgendwas in der Richtung. Das ist also machbar. Na, wie lange dauert das? Na, länger als ich eigentlich wollte. Na gut, was müssen wir noch machen? Wir brauchen anscheinend noch mehr Bins und wir haben kein Holz dafür. Bins konnte man inzwischen aber nicht aus Stein herstellen, oder? Konnte man Pötte als Bin missbrauchen? Barrel Bin. Bin ich mir nicht so sicher. Wo ist der nächste Crafts Dwarfs? Gucken wir erstmal Mason Workshop.
Coffin Door, Cabinet, Slab Quant 9. Gucken wir im Crafts Dwarfs Workshop. Wir hätten gerne Rock, Mark 9. Wir haben einen Jug und einen Pot. Die Pötte haben wir benutzt, um da drin Alkohol zu lagern. Obwohl sich Jug danach eher anhört. Das ist für mich so eine Art Krug. Machen wir es einfach mal testweise. Wir stellen einen Jug her und einen Pot und schieben das Ganze weiter nach oben. Also drücken wir P, P und drücken wieder P. Das heißt, die beiden werden jetzt zuerst hergestellt und danach wieder die Crafts. Und dann gucken wir einfach, wo der landet. So, im Idealfall hier auf einem der Stockpiles. Was können wir jetzt noch machen, um die ganzen Stockpiles ein wenig zu entlasten? Wir können auch hier mal die Amboss überprüfen, die auch alle keinen Schmelzbefehl haben. Ich hätte wahrscheinlich einfach in den Stockpile reingehen sollen. Unter Z und dann Stocks. Und da alle Amboss auf einmal markieren. Aber jetzt bin ich schon durch, das passt schon. Jetzt brauchen wir nur noch einen Befehl für das Ganze. Das vergesse ich nämlich auch recht gerne. Wir hätten jetzt gerne Smelt. Nicht Erz, sondern... gibt es dafür keinen Befehl? Oh, vielleicht Melt? Melt Metal Object, genau. Und davon hätten wir gerne, sagen wir mal, 30. Und nochmal 30. Wir hatten nämlich schon ziemlich viele Sachen zum Schmelzen deklariert. Also auch irgendwelche Bronzetrompeten und Puzzleboxes und was weiß ich, um an die Barren ranzukommen. Ja, das muss also auch noch gemacht werden. Na gut, das soll erstmal für diese Folge reichen und in der nächsten Folge suchen wir weiter nach Kleinigkeiten, die wir noch ausbessern müssen. Also bis gleich.